Hier, Simon, ich gebe dir schon mal die Xbox fürs ja, Video, klar. Ne? Ah! Scheiße, fuck, ah nein, Mann, alles in Ordnung, Simon, man hatte das überstanden. Hey ho Leute, da sind wir hier in diesem Video, auf das ihr alle gewartet habt. Es geht nämlich um die Teilnahmebedingungen für diese Verlosung von dieser übertrieben geilen Xbox, die ihr am Anfang schon gesehen habt. Und ja, der Simon hat ja schon gezeigt, wie er die so erstellt hat, mehrere Videos darüber gemacht und hat auch schon den Stream erwähnt, der dann letztendlich kommt am 17.12. von 18 bis 22 Uhr. Und in diesem Stream, da verlosen wir dann letztendlich die Xbox. Und in diesem Video wird natürlich jetzt erstmal erklärt, was man beachten muss bei der Teilnahme und wie ihr letztendlich auch teilnehmen könnt. Genau, es sieht wie folgt aus. Wir fangen erstmal mit den zwei wichtigsten Regeln an für diese Teilnahme. Die erste Regel ist, ihr müsst älter als 14 Jahre sein. Das ist wichtig, das ist im deutschen Gesetz so vorgesehen. Haben wir uns nicht ausgedacht, können wir leider auch nichts dafür. Wenn ihr jünger seid, dann muss ein anderer für euch teilnehmen, wenn ihr sie doch noch irgendwie gewinnen wollt. Zum Beispiel ein Elternteil. Mhm. So, zweitens, teilnehmen können nur die, die in Deutschland, Österreich oder der Schweiz leben. Ja, aus diesen drei Ländern, die können mitmachen, die Versandkosten dahin übernehmen wir natürlich für euch. Jetzt natürlich ganz wichtig, wie könnt ihr letztendlich teilnehmen und diese geile Xbox gewinnen? Vielleicht habt ihr es schon gesehen, wir blenden über dieses Video mehrere Zahlen oder Buchstaben ein und aus diesen Zeichen, also wenn man diese Zeichen aneinander reiht, ergibt sich letztendlich ein 8 Zeichen langes Codewort, was ihr uns dann per Mail schicken müsst. Die Mail blenden wir jetzt hier einfach mal ein, ihr findet die aber natürlich auch in der Videobeschreibung. Aber das ist doch nicht alles. Zu dieser E-Mail schickt ihr uns bitte noch euren Benutzernamen auf YouTube. Das ist ganz wichtig, da wir diesen Benutzernamen und eure E-Mail miteinander verbinden können. Das heißt, wenn am Ende der Verlosung dieser Benutzername auch gewonnen hat, dann tretet ihr mit uns über dieselbe E-Mail wieder in Kontakt. Ihr könnt dann einfach auf eure eigene E-Mail antworten und so können wir dann schon mal direkt sehen, ah, das ist auch wirklich der Benutzername, der zu dieser E-Mail gehört und so verhindern wir auch, dass sich ja da irgendwie ein schwarzes Schaf einreiht und nachher noch eure Xbox abgreift bei uns. Das wollen wir natürlich verhindern. Außerdem können wir das Ganze so ein bisschen einschränken, dass sich da auch Leute irgendwie doppelt oder dreifach anmelden. Ja, es soll ja auch irgendwo jeder die gleichen Chancen haben. Ja, und solltet ihr dann gewonnen haben und mit uns in Kontakt treten, brauchen wir natürlich noch ein paar andere Daten. Das wollen wir hier jetzt nicht außen vor lassen, ist nämlich auch wichtig. Und da müsst ihr natürlich auch mit einverstanden sein, wenn ihr jetzt an diesem Gewinnspiel mitmacht. Wir brauchen nämlich euren Namen und euren Nachnamen. Damit müssen wir letztendlich auch das Alter überprüfen. Wie der Simon schon gesagt hat, ist das einfach gesetzlich festgelegt. Das heißt, wir müssen auch ein bisschen auf der sicheren Seite sein, dass wir auch ja, gucken können, dass ihr auch wirklich über 14 seid. Das heißt, wir werden euren Vornamen und Nachnamen mit eurem Personalausweis abgleichen müssen. Ihr könnt natürlich auch irgendwie das Bild verdecken. Darum geht es uns eigentlich nicht. Es geht nur darum, dass wir sehen, aha, der Name, Vorname, Nachname ist über 14, dementsprechend ja, sind wir auf der sicheren Seite und alles funktioniert. Und euren Namen, Nachnamen brauchen wir natürlich auch für den Versand. Also wir wollen euch diese Xbox natürlich ja auch zuschicken. Dementsprechend brauchen wir sowieso euren Namen. Und ich denke mal, es ist auch irgendwie nachvollziehbar, dass wir das Ganze so regeln. So sieht's aus. Das erscheint jetzt vielleicht ein bisschen viel, aber wir können auch wirklich nichts dafür. Wir können es nicht ändern. Es sind einfach deutsche Gesetze, Vorgaben. Wir müssen auch auf der sicheren Seite sein. Wir wollen hier keinen Stress mit YouTube bekommen und auch keinen Stress mit dem deutschen Gesetz. Ist nun mal leider so. Wir können es auch nachvollziehen, wenn es dann Leute gibt, die jetzt so ein bisschen abgeschreckt sind davon und vielleicht Angst haben, teilzunehmen. Aber macht euch bitte keine Sorgen. Eure Daten werden höchst vertraulich behandelt bei uns. Ja, alles, was man am Ende in der Verlosung sieht, ist wirklich nur euer Benutzername auf YouTube. Alles andere bleibt absolut vertraulich. Da müsst ihr uns glauben. Das müsst ihr uns glauben, solltet ihr uns glauben.
Und da könnt ihr uns auch wirklich vertrauen. Zu guter Letzt kommen wir noch auf eine Sache zu sprechen, die der Simon auch schon in seinem anderen Video angesprochen hat. Und zwar diese doppelte Gewinnchance, die wir ja unseren Hardcore-Fans sozusagen mitgeben wollen. Und zwar ist es so, dass wir uns dafür entschieden haben, dass ihr innerhalb von 48 Stunden, nachdem dieses Video hier veröffentlicht wurde, die Chance habt, an dieser doppelten Gewinnchance, also diese sozusagen mitzunehmen. Das heißt, wenn ihr jetzt innerhalb von 48 Stunden eine E-Mail an uns schreibt, also mit diesen Teilnahmebedingungen, die wir eben schon klar gemacht haben, genau, dann habt ihr sozusagen zwei Stimmen und alle, die danach kommen, haben dann noch bis zum 17.12. ungefähr 8 Uhr, also dann an dem Tag, wo auch dieser Stream stattfindet, noch Zeit teilzunehmen. Die kriegen aber dann nur eine Stimme. Ja, und ich denke mal, damit haben wir auch eigentlich alles jetzt behandelt. Das Wichtigste irgendwie. Genau, dieser Stream soll ja von 18 bis 22 Uhr gehen. Ihr könnt bis zum 17.12. 20 Uhr mitmachen und in den letzten zwei Stunden geht es dann zur Verlosung. Wie diese eigentliche Verlosung dann stattfindet, das werden wir jetzt noch nicht verraten, aber es wird definitiv lustig werden, so viel steht schon mal fest. Ihr müsst jetzt natürlich nicht irgendwelche Kommentare schreiben, uns abonnieren, Likes da lassen, dass das jetzt alles nicht muss, um an diesem Gewinnspiel teilzunehmen. Es würde uns natürlich freuen, das will ich jetzt einfach hier nicht außen vor lassen. Ja, aber wie gesagt, wir drücken einfach jedem die Daumen, der jetzt dabei ist. Ja. Das ist einfach eine super geile Konsole und es ist einfach einzigartig. Ja. Es ist einfach für uns auch was Großes, diese 1000 Abonnenten einfach mal geknackt zu haben. Und, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Danke nochmal an der Stelle und die letzten Videos haben ja schon gezeigt, dass das Feedback groß war und gut war. Euch gefällt die Konsole, das macht mich natürlich stolz, das macht den Justin auch stolz und ja, wie gesagt, es ist etwas von uns an euch. In dem Sinne, denke ich mal, werden wir uns dann auch erst zum Livestream wiedersehen. Ja, genau. Also schaltet alle schön am Livestream ein. Wir freuen uns auf jeden, der dabei sein wird. Und ich würde mal sagen, bis zum Livestream. Ah!